Ja, das war In the Woods, ein Stück für 20-seitige Harfen. Ich habe tatsächlich ganz häufig Anfragen, Mensch Christine, du hast doch so viel Musik, ich habe mir jetzt gerade hier so eine Derwent Adventure gekauft, was kann ich nun darauf spielen? Ja, gibt es bei mir tatsächlich richtig viele, viele Hefte, durch die ich mit euch einen kleinen Spaziergang unternehmen möchte. Wann möchte ich das machen? Auf unserem Kurs Connected Continents. Ja, wer oder was ist Connected Continents? Unser Team besteht aus Lena Rummel, Josh Lane und mir. Und wir bieten diesen Workshop Connected Continents tatsächlich jetzt zweimal diesen Sommer 24 an. Und zwar einmal hier in Loma, Hohenrath, am 17. und 18. August des Jahres. Und einmal in Kislik am 4. und 5. Oktober, also in diesem verlängerten Wochenende. Ja, und ich bin zum Beispiel dabei mit meinem Kurs Musik für kleine Harfen, für Schoßharfen, für genau diese Anfragen. So, dann gibt es aber nicht nur die Derwent Adventure Harfe mit 20 Saiten, für die ich tatsächlich relativ viel im Programm habe, sondern es gibt auch Menschen, die haben sich diese Aklot Harfe gekauft. Die gibt es relativ häufig, weil die gab es mal eine Zeit lang bei Amazon. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt noch so ist. Für die Aklatharfe habe ich zum Beispiel, das ist jetzt alles nur, um euch mal was zu zeigen, mittelalterliche Stücke. Also auch diese Stücke könnt ihr bei mir kennenlernen auf diesem Spaziergang durch Musik für kleine Harfen. Ja, dann gibt es viele Menschen, die sagen, ach, ich steige erstmal ein, ich weiß ja noch nicht so richtig, was ich mache mit der Harfe und wo meine Reise dahin geht. Die kaufen sich erstmal eine 12-seitige Harfe. Ja, und da ist das Repertoire tatsächlich sehr begrenzt. Was ich so weiß, es gibt ein, zwei Kollegen, die da auch Hefte haben, aber bei mir gibt es wirklich eine große Auswahl. Ich glaube mittlerweile 5, 6 Hefte. Also ich werde immer wieder gefragt, kann man denn da richtig Musik drauf machen? Ja, ich würde sagen, kann man. Also zum Beispiel meinen Evening Star. Ich finde jetzt auch tatsächlich, dass diese Harfe speziell von Gilfer Music, die 12-seitige, sehr, sehr, sehr gut klingt. Ja, und tatsächlich kommen auch immer wieder Menschen mit sowas Süßem hier an und sagen, ja, kann man da denn überhaupt drauf spielen? Ja, ist lustig. Also ich habe dieses Schätzchen für 20 Euro bei eBay erworben, habe ehrlich gesagt gedacht, okay, das ist was Tolles, mal so ein Prop, um in den Garten zu stellen und ein paar schöne Bilder für mein Heftchen zu machen. Aber die hat mich tatsächlich inspiriert, weil sie sehr gut klingt, finde ich, für das, was sie ist. Und da gibt es zum Beispiel mein Stück Morgenröte für 8-seitige Harfen. Also wie gesagt, für 20 Euro von eBay fand ich sie sehr inspirierend. Ja, und wenn ihr mit mir gemeinsam diesen Spaziergang nun machen möchtet, freuen wir uns über eure Anmeldung. Entweder in Kislek oder in Loma. Ich verlinke euch hier unten die Seiten. Also ihr könnt euch einfach quasi formlos per Mail entweder bei mir oder bei Lena anmelden. Das ist ein bisschen einfacher als beim Josh, einfach wegen Englisch-Deutsch. Also ihr könnt uns auf Deutsch schreiben, wir haben diese deutsche Bestätigungsmail, dann habt ihr wirklich alles auch in der Muttersprache. Ja,
Ich würde sagen, ich freue mich auf euch. Ich freue mich auf diese musikalische Reise durch die Musik der Schoßhafen im Kurs Kleine Harfe. Was kann man denn da so spielen mit Christine Warmold? Ja, sehen wir uns.